wunderbar, mal wieder in Bremen, diese Riesenstimmung dieser Zuschauer hier. Es ist immer wieder ein faszinierendes Erlebnis. Ich war genau 20 Jahre nicht in Bremen und es war einfach toll, vor so einem tollen Publikum zu fahren. Also Jimmy Madsen und Marco Villa waren die einzigen, die ich aus der Zeit noch kannte und ich glaube, war heute auch der Dienstälteste. Ja, war ein schönes Gefühl. Es ist immer wieder komisch, hier auf die Bahn dann zu gehen, weil wenn du anderthalb Jahre nicht auf der Bahn gesessen hast, oder zumindest auf dem Rad, dann ist es schon komisch, da hochzufahren, aber nach zwei Runden war eigentlich alles wieder normal. Vorbereitet habe ich mich nicht. Ich war, wie gesagt, dankbar, dass Erik uns hier die Möglichkeit gibt, schön zusammen zu fahren. Und dann haben wir die ganze Sache hier einfach genutzt. Ich bin eigentlich mehr im Fitnessstudio als alles andere. Ich glaube, ich habe im letzten Jahr vielleicht 300 Kilometer auf dem Rad gesessen, das war alles. Ja, vor allem die Bahn gibt dir auf alle Fälle hier ein bisschen mehr Adrenalin. Fühlt sich immer wieder gut an, aber ich denke, es war eine gute Entscheidung, einfach dem hier auch den Rücken zu kehren, einfach mal ein bisschen Abstand zu gewinnen. Und das genieße ich jetzt so. Ja, war sehr gut. Sie haben etwas verhalten begonnen, aber dann zum Schluss war richtig Stimmung hier. Und ich glaube, sie haben es auch alle genossen. Ich meine, es waren jetzt mehrere Generationen Six Days, die hier am Start waren. Und da ist immer viel Nostalgie natürlich auch mit dabei.